Gehen wir mal auf ins Wurmloch. Es ist schon Tag 3, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Erkundung ist Q. Extremely totally normal dream. It watching me. Moment. Das nehme ich natürlich mit. So, lass ich das hier liegen. Weil das ist ein spezieller Baum. Leute, ihr könnt aufhören. Ich wollte nur den... Ihr. Ich wollte doch nur den Baum. Chillt mal, ihr müsst nicht die ganzen Beine abholen. Leute. Beruhigt euch. Okay, Moment. Ich nehme jetzt wieder alles mit, das wäre was, wenn ich das liegen lasse jetzt, ne? Okay, und weiter geht's. Wir wollen zu dem Loch. Ich bin drüber gelaufen. Oh. You friend, you is good. Ja, ich bin nicht so. Immer noch drüber. I love friend. Ich mag euch auch, Jungs. Hui! Ob du mir jetzt beherrschen willst, ist eine gute Frage. In der Tat tun sie. Folgen mir auch beide, das ist sehr cool. Auf Facebook und auf Twitter. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich gehe mal nach unten. Und hoffe jetzt einfach mal einen Steinvorkommen zu finden. Schnell einen Steinvorkommen zu finden. Denn die Zeit drängt. Lalalalalalalala. Hier sieht auch gerade alles sehr gleich aus, leider. Dieses Ding, was ihr da seht, das ist übrigens das Portal in einer anderen Welt. Und das hier ist eigentlich Steinterra, wo wir gerade drauf sind. Und da sind sie. So sehen Goldadern aus, meine Freunde. Und wir bauen uns jetzt so schnell eine... Nein, wir haben von beiden nichts mehr. Wie behindert ist das denn? Ja, so sieht Steinterra aus. Lol, er hat Puff gemacht. Ist der andere verhungert oder was? Ich kann ihm aber gerade auch nichts anderes geben. Ich hab grad nichts anderes. Tut mir leid, alter Freund, aber sieht gerade schlecht aus. Wir haben keinen Flint. Oh nee, wir haben keinen Flint. Da ist Flint. Und da ist Flint. Und jetzt holen wir uns hier ganz schnell die Steine, die hier gerade waren. Genau. Und das sind nämlich so Goldminen. Und da finden wir die Rohstoffe, die wir brauchen. Und gerade gar nicht sammeln können. Hahaha. Ha, ha.
Zweimal Flint, tauschen wir jetzt einen dafür. Schade, auf dem anderen Ding hatte ich nämlich gerade eine Chest gefunden. Es gibt so einen Stab, den man hier finden kann. Und wenn man den gefunden hat, dann folgt einem so eine Chest. Das ist ziemlich cool. Hallo? Eat? Hä? Eat! Na komm, ess auf. So. Ich geh jetzt nach oben wieder. Zu unserer richtigen Bisonherde. Nee, Moment, das müsste ja unsere Bisonherde hier sein. Hier müssten Bisons sein. Nicht an diese Eier gehen. Wenn ihr an diese Eier geht, dann könnt ihr das Spiel eigentlich schon vergessen. Denn dann folgt dieser riesengroße Vogel da. Nicht, nicht nur riesengroß sein, sondern riesengroß und ärgerlich zu euch sein. Was euren Tod bedeuten könnte. Ziemlich schnell sogar. Und es wundert mich gerade. Dass hier nicht die Bisons sind. Ich sehe da Puff. Kann es aber auch nicht auf. Ach, das war der Puff von meinem. Das war die Kacke von meinem Begleiter. Super. Würsten hebt echt alles auf, auch die Kacke von seinem Begleiter. Man hat es gerade gesehen. Und wir machen uns mal kurz ein Campfire hier. Und wir füllen es kurz auf. Nicht nur noch mal. Nee, müssen wir nicht. Hat gerade so ausgereicht. Und vielleicht muss sogar rausgehen. Ja, da ist es ausgegangen und zur Asche geworden. Die Asche könnte ich jetzt mitnehmen, aber momentan habe ich gerade keinen Platz, deswegen lasse ich es bleiben. Lol. Da ist ja einer, aber ich habe gar nichts zu essen für ihn. Schade, schade. Ich bin gerade echt am Überlegen. Wir kamen von hier auf jeden Fall. Tag 4 sind wir jetzt. Kann man von hier ganz sicher? Bin ich sicher? Sicher? Ja, ist hier oben, sieht gut aus. Oh, ein Wiederbelebungstempel. Oh mein Gott. Die sind sehr geil, weil wenn man die findet, es sind schon dran vorbeigelaufen. Ja, wenn wir jetzt sterben sollten, dann haben wir einmal die Chance, wiederbelebt zu werden. Das ist mega geil. Weil du stirbst manchmal echt schneller als ihr Liebes. Und der ist anscheinend sogar ganz in der Nähe von unserem Ort. Moment. Ist das hier die Bisonwiese?
Ich sehe keine Bisons. Doch. Hier ist schon mal einer, da ist noch einer. Ja, yep, hier sind wir. Jawohl. Hier sind Bisons, so sehe ich das gern. Und wo kann ich da am besten? Na, am besten irgendwie am Wasser oder so. Wo ich sicher sein kann, dass mir wirklich niemand auf die Pelle rückt. Machen wir doch einfach hier unsere Science Machine jetzt hin. Die wird so gecraftet, unlock new crafting recipes und die bauen wir jetzt einfach hierher. Super. Dann bauen wir jetzt dazu noch ein großes Lagerfeuer. Dazu brauchen wir jetzt noch Stein. Vorteil bei diesem Lagerfeuer ist, es geht nicht mehr kaputt. Aber erstmal machen wir was anderes. Und zwar craften wir uns bei Refines dreimal Bretter. Die erstmal herlegen. Zu dreimal Bretter. Und können sie mit diesen dreimal Brettern eine Kiste craften. Können sie mit den dreimal Brettern eine Kiste craften. Die herstellen. Und da ein bisschen Zeug reinlegen. Zum Beispiel Setzlinge brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir gerade nicht. Auch die Spinnenweben brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen auch das da gerade nicht. Wir brauchen auch das da gerade nicht. Wir brauchen ebenfalls nicht so viel Holz momentan. Mensch, dann nehme ich mir das hier wieder. Und dann schauen wir ganz kurz. Den Steinpfeil da unten zu holen wäre ziemlich krass. Ah, da ist ja noch in der Nähe was. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir nämlich uns hier eine Base einrichten. Uns verteidigen gegen Monster. Wir müssen dann rechtzeitig immer zurück sein. Uns hier Nahrungsquellen schaffen. Also ein kleiner Radatsch. Und da kommen wir noch bald dazu. Tag 4. Und da haben wir so einen schönen Felsen. Den nehme ich mir jetzt hier. Wenn wir Glück haben, bringt uns das genug Stein. Für ein Feuer. Aber nein, tut er nicht. Aber wir haben ja noch einen Felsen in der Nähe, das ist also ziemlich gut. Und da ist er auch schon. Und jetzt bringt uns auf jeden Fall genug Stein. Das Schöne an der Sache ist, ich musste mir bis jetzt immer Steinwälle bauen. Weil die Holzwelle natürlich durch den Blitz, der immer eingeschlagen ist, kaputt gegangen ist. Jetzt kann ich wirklich mal die schönen Holzwelle bauen, die ich mir eigentlich immer bauen wollte. Die sind auch ein bisschen kostspieliger als die Steinwelle. Weil die Ropes brauchen noch. Aber ich finde die wesentlich schöner und es freut mich aber, dass ich die durch den Blitz jetzt, da ich den Blitz nicht mehr habe, die jetzt bauen kann und einfach durch Holz mich hochfahren kann. Das ist ziemlich geil gerade. So, ich gehe jetzt mal hoch. Und sobald wir unser Lagerfeuer da oben haben, dann geht das Spiel richtig los. Dann zeige ich euch, was man noch so alles machen kann hier. Und wir bauen jetzt ein Firepit. So. Tada. Und jetzt holen wir uns noch als nächstes ein neues Werkzeug. Und zwar können wir jetzt... Dieses Licht zeigt immer, wir können etwas Neues bauen, was wir noch nicht haben. Und grün zeigt uns an, okay, du kannst momentan überhaupt irgendwas bauen. Und in dem Fall wäre es jetzt die Schaufel, die wir noch nicht haben. Da bauen wir das bei dem Prototyp. Und mit der Schaufel können wir Dinge ausgraben. Zum Beispiel können wir dieses Gras hier ausgraben. Wir können zum Beispiel auch Dinge ausgraben, die noch komplett drin sind.
Dann bekommen wir das Gras und das Büschel. Und dann nehmen wir uns mal die hier mit, weil die werden wir jetzt brauchen. Und das werdet ihr gleich sehen. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum wir dieses Manure so hart brauchen, diese Büffelscheiße. Warum der Wilson das so drauf abfährt. Der Wilson, der ist da so ein kleiner Fetisch-Mensch. Was auch immer. So, mal richtig viel mitnehmen. Oh, ich sehe gerade. Ich habe nicht mehr viel Zeit heute. Lasst uns weggehen. Und das Feuer anheizen. So. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Nähe. Man kann sich sehen schon, das geht nur in der Nähe. Und wir können hier anscheinend noch was Neues bauen. Und zwar können wir hier bauen eine Pitchforge. Die bauen wir jetzt einfach mal. Wir bauen das jetzt einfach mal. Und zwar ist das, damit kann man jetzt zum Beispiel hier Boden wegnehmen. Können wir machen, um unser Territorium zu markieren. So. Hier wollen wir jetzt